Ha, geil. Einzeln. Danke. Ah, nee, Geländewagen. Aber wir haben auch eine zu niedrige Stufe dafür. Die Cops, Roxanne. Kann das Paket nicht aufnehmen. Was? Cops! Jede Menge Cops! Aber woher kommen die und woher? Wow, geil, da wäre ich nie drauf gekommen. Oder eher gesagt, woher wissen die, dass wir da sind? Aber wenigstens gibt es hier Chancen, dann können wir... Ups. Da können wir ein bisschen besser abhauen. Wobei ich jetzt hier gar keine mehr sehe. Doch, da vorne ist einer, da vorne. Okay. Mega Chop. Also ich wollte eigentlich irgendwas sagen. Ja, genau. Woher wissen die denn, dass wir hier sind? Verdammt. Wir wussten, dass die Cops den Staat abriegeln, aber nicht, dass sie so schnell reagieren. Das wird hart. Nein! Ich bin auch gar nicht in der Polizeiverfolgung. Nee. Die redet wirklich so, als wäre nichts passiert. Aber ich stecke hier mitten in der Polizeiverfolgung mit meinem scheiß Geländewagen und nicht mit meinem Rallye-Truck. Mann! Die mit ihren SUVs da hinten da. Mit ihren Pickups. Kann auch nur ein Amerikaner fahren. Da! Ja, wahrscheinlich weichst du mir aus, Idiot. So, bitte. Ein bisschen Ehre hat doch jeder. So, und jetzt links. Alter, wie der mir ausweicht. Unverschämtheit. Ha, geil. Cool. Yeah. Super Bug. Ich gewinne. Nur noch 30 Sekunden. Ja, das war ja richtig geil. Ich hätte es da richtig weit weg. Nein. Oh mein Gott. Der hat mich fast erwischt. Nein. 14 Sekunden, bitte. Oh ja, der Helikopter ist weggeflogen. Oh mein Gott, aber was war das denn gerade? Der Typ hat mich von der linken Seite gerammt und dann hat es mich 1000 Meter nach rechts geschleudert und ich war aus dem Radius von denen draußen. Das war ja richtig geil. Cool. Aber dafür gibt es jetzt bestimmt Gold, wollte ich gerade sagen. Ja. Finde ich okay. Und es müsste 18 Punkte geben. Ja, ich bin einfach gut. Hellseher. Und ich habe gedacht, ich verliere die Mission. Und wir sind Stufe 40 und das bedeutet, beim nächsten Mal hole ich mir einen Rennwagen. Aber das war ein Rückschlag. Ab jetzt müssen wir vorsichtiger sein. Ja, okay, aber keine weiteren Hinterhalte, versprochen? Und beim nächsten Mal kannst du selber fahren. Bist du der Vivo? Danke. Ich bin der Typ aus Vegas. Ich habe deine Nummer von Alita. Klar, was gibt's? Ich habe mich nach dieser Daria umgehört. Sieht nicht gut aus. Sie hat Schiff wohl vor ein paar Monaten ans Bein gepinkelt. Er hat sie umgebracht, Mann. Erschossen. Danke. Roxanne, hast du das gehört? Hab ich. Weißt du... Pass auf, ich muss los. Roxanne, Mist. Scheiße. Das war jetzt vielleicht nicht so gut, dass sie das gehört hat. Aber vielleicht besteht ja eine geringe Chance, dass es nicht stimmt. Also, so ganz minimal. Aber wie weit ist denn das weg? Wo muss ich hin? Wieso ist denn das immer so weit weg, bitte? Leute, ihr könnt mich nicht immer so weit fahren lassen. Das will doch keiner sehen. Aber dann nehme ich eben wieder meinen C3, Chevrolet C3 und dann fahren wir da gemütlich hin. Ah, da ist er, mein C3. Aber ich fahre auf der Straße weiter, weil ich will nicht unbedingt auf dem Feldweg da fahren und mein C3 schmutzig machen. Aber dieses Auto ist schon cool. Also, ich habe
so wie ich gesagt habe, noch niemanden damit gedemütigt. Aber ich würde es schon gern mal machen. Und wieso werde ich jetzt von der Polizei über... Oh, vielleicht war ich ein bisschen schnell an der Polizei vorbeigefahren. Bin. Bitte sei leise. Niemand wollen hören, was du sagst. Die nervt schon langsam. Ich guck mal, ob man die ausschalten kann, aber ich glaube, wenn man die ausschaltet, dann schaltet die anderen auch alle aus. Warte, ich wollte... So. Wow. Spieleinstellungen. Mit... Mann! Das war gerade irgendwie komisch. Kontakt, blablabla. Mann! Ich kann mich nicht auf beides konzentrieren. Fortschritteinstellungen, Ja, ich habe das ja jetzt nicht wirklich gefunden. Wahrscheinlich war es ganz oben und ich habe es nicht gesehen. Oh Mann, nur weil ich jetzt da in den Einstellungen war, ist mein Auto am Arsch. Blöde Einstellung. Ich fahre jetzt einfach mal weiter geradeaus. Denn... Ups. Was ist denn hier heute los? Denn dann können wir nachher links einfach durchs Gelände fahren und dann passt es auch. Dann nehmen wir unseren Rallye-Wagen. Ich will ja den hier nicht ganz verunstalten. Aber wir fahren jetzt einfach geradeaus, dann fahren wir nachher links durchs Gelände. Weil das macht auch ein bisschen mehr Spaß, als die ganze Zeit auf der Straße zu fahren. Ups. Okay. Ich würde sagen, wir wechseln jetzt einmal auf unseren Rally-Truck-Dings da. Das ist er nicht, das ist er nicht. Warte, das hier könnte das sein. Nein, der, ups, das ist der Ferrari. Aber der ist nicht viel schneller als der andere. Ah, guck, da ist er. Unser Rally-Truck. Oh Mann, ich hätte mein Geld nicht ausgeben dürfen. Ich will den Hammer kaufen. Aber ich verstehe nicht, wieso es Missionen gibt. Es gibt Missionen, da musst du mit dem Geländewagen fahren. Und es gibt Missionen, da musst du mit dem Geländetruck fahren. Also mit dem Rallye-Truck. Und ich verstehe das nicht, weil der Rallye-Truck ist viel besser im Gelände als der Geländewagen. Und deswegen macht es auch eigentlich überhaupt keinen Sinn, mit dem Gelände... Oh, warte mal, stopp, kann man die umfahren? Okay, war vielleicht keine so gute Idee, gegen Kaktus zu fahren. Aber trotzdem nochmal. Nee, man kann sie leider nicht umfahren. Schade. Aber irgendwie, ich finde wirklich... Wo ist da der Sinn dahinter, dass ein Rally-Truck besser ist als ein Geländetruck? Und wieso sollte man denn den einen benutzen, wenn der andere sowieso besser ist? Wo ist da der Sinn? Und ich hoffe, nein, da kann ich nicht hoch, da muss ich mich ihm rüberporten. Dann porten wir uns. Wir porten uns. Warte, wo ist denn? Okay, dann porten wir. Warte, dann. Porten wir uns genau hier hin. Das ging sogar. Ich habe jetzt gedacht, weil es am Berg ist, ging es nicht. Aber es ging. Oh. Holy moly, wieso gehe ich denn gleich kaputt? So, und jetzt die Richtung. Gut, dann fahren wir mal. Ich weiß jetzt nicht mal, wie weit es ist, weil... Hä? Hier bin ich schon mal vorbeigekommen, oder? Alter, wieso haut es denn mich hier so rum? Das ist doch nicht mehr normal. Aber hier bin ich schon mal vorbeigekommen, das weiß ich, weil ich ja da gegen den Kaktus gefahren bin. Mann! Hey! Was ist hier eigentlich los? Ich verstehe das gerade gar nicht. Mich haut hier dermaßen rum. Das kloppt man gar nicht. Jetzt komm, lass mich... Danke. Jetzt haut sie mich nicht mehr rum.
Mann, wieso müssen da immer Steine sein? Immer da, wo ich hinfahre, sind Steine. Endlich wieder mal ein bisschen Gas geben, ohne Steine. Und eine Chance. Sehr schön. Gut, es gibt gar nicht so wenig Punkte, dieses Chancen und Driften und... Da, 425 Punkte. Schön. Finde ich gut. Aber jetzt sind wir die ganze Zeit schon wieder unterwegs zu dem nächsten Rennen. So wie beim letzten Mal, aber da bin ich am Ende dann komplett selber hingefahren dann eigentlich. Es gibt einen neuen Schmuggelauftrag, Alex. Ich habe genug Rallye-Wagen gekauft, um eine ganze Crew zu... Warte, bist du okay? Tut mir leid mit deiner Schwester, Max. Du musst das jetzt nicht. Du bist hinter Schiff her, richtig? Mit Missionen wie dieser kommst du an ihn heran. Fahr zur Stelle auf dem GPS. Okay, ich habe jetzt eigentlich gedacht, die wäre jetzt weg und so, aber... Die ist anscheinend gar nicht weg, sondern jetzt sind wir eben zu zweit und wollen ein Schiff um die Ecke bringen. Vielleicht auch mit dem Auto, aber nicht wirklich um die Ecke. Werden wir ja noch sehen. Oh Mann, wie wenn ich dann jetzt nicht hochkomme? Lass mich da hoch! Mann, ja! Ich bin oben. Okay. Ja, danke. Mich haut schon wieder so rum. Okay, ist hinter dem Hügel da. Schöne Berge hier. Echt gemütlich zum Fahren. Sehr gut für die Stoßdämpfer. Mache ich wahrscheinlich jetzt öfters. Lass mich bitte in Ruhe. Du redest immer das Gleiche. Wenn du wenigstens andere Sprüche drauf hättest. Bitte. Aber lass mich in Ruhe. Bitte. Und nächstes Mal mache ich dir mir dann Rennwagen. Und dann können wir auch mal Rennen fahren. Also Rennen mit Rennwagen. So. Und Einzel. Da sollten wir eigentlich ein Fahrzeug mit Fahrzeugstufe 500. Was? Die gehören alle der? Ihr habt alle eure Rallye-Wagen. Heute verdienen wir ein bisschen Geld. Fahrt zum Übergabepunkt. Gib Gas, Alex. Also wir könnten auch gerne Autos tauschen. Ah, cool, Kollision ist aus, aber hey, ich würde gerne mit dem da vorne die Autos tauschen. Nein, jetzt komm bitte nicht. Mann, was ist denn zurzeit mit den Leitplanken los? Mann. Mit dem ganz da vorne, der hat nämlich einen Hammer. Was? Hä? Wieso kann ich dir jetzt plötzlich boxen? Was soll denn das? Und wieso? Hä? Mann, wieso? Hä? Wieso bin ich denn gerade so zur Seite gerutscht und wieso konnte ich die boxen? Am Anfang konnte ich sie nicht boxen, aber ich muss ja auch eigentlich nicht boxen. Oder muss ich die boxen? Ich glaube nämlich nicht. Weil der hat ja gesagt, wir verdienen jetzt ein bisschen Geld. Das heißt ja nicht, dass ich erster Platz werden. Oh nein, doch, da steht's ja sogar. Gewinne das Rennen. Hups. Die Gruppe legt ein gutes Tempo vor, Alex. Haltet es und ihr liefert pünktlich ab. Rox, deine Schwester. Möchtest du darüber reden? Was soll ich sagen? Als ich sie nicht finden konnte. Ich wusste, dass etwas nicht stimmt. Aber zu wissen, dass sie tot ist. Es ist so unmöglich, weißt du? Ich weiß. Ja, da hat sie recht. Aber mir hat jemand gesagt, dass ich das Rennen gewinnen muss und kackte hier. Hey, aber es hat einen positiven Nebeneffekt, dass ich die gegen die Kakteen gefahren bin. Ich fahre jetzt nicht mehr gegen Bäume, sondern gegen Kakteen. Das ist doch auch mal was Schönes. Und die da vorne ziehen mir wirklich richtig davon, oder? Aber es ist die Hälfte vom Rennen vorbei, also kann ich sie noch einholen. So, mit dem Tempo hole ich sie gewiss noch ein. Die da ganz vorne. Die sind ja nur 200 Meter von mir weg. Ist ja gar nichts.
Aber ich könnte wetten, dass ich nochmal wo reinfahre. So, okay, jetzt bin ich... Hä? Ich habe die Steinmauer nicht gesehen. Was ist eigentlich heute los? War eine riesige, fette Steinwand. Und ich habe die nicht gesehen. Ihn zahlen lassen. Für Dayton und für deine Schwester. Und das ist der beste Weg? Sie einen Namen wieso Kapitän? Wieso Kapitän? Und wieso drehe ich durch? Wo ich kann. Du näherst dich dem Treffpunkt. Der Kurier ist ungewöhnlich. Wird dir gefallen. Ja, von mir aus. Aber wieso stehen hier denn überall Kakteen? Wir sind doch nur in der Wüste. Und wir sind doch nicht mal in der richtigen Wüste. Und wieso sind die alle so verdammt schnell? Und wieso verliere ich eigentlich immer fast jedes Story-Missionen-Rennen-Dings? Und beim zweiten Mal gewinne ich es dann mit Abstand. Komm, ich habe noch die Chance zu gewinnen. Ich habe noch die Chance zu gewinnen. Bitte, 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 bitte. Ich will das nicht nochmal spielen müssen. So. Und den überholen und dann zum letzten Checkpoint. Bitte, 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 bitte. Bitte, 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 bitte. Ja. Keine Chance. Das war knapp. Ich würde sagen, das war jetzt bis jetzt das knappeste Rennen, das ich je hatte. Und jetzt bin ich Stufe 40 und deswegen gehen wir jetzt wirklich beim nächsten Mal zum Renntuner und tunen uns einen Rennwagen. Und wieso kriege ich wieder nur Bronze? Okay, dieses Mal war ich auch schlecht. So, ausstatten bitte. 1900, das ist aber nicht so viel wie bei den letzten, habe ich glaube 2000 oder so gekriegt. Sieh sich einer das an. Okay, du bist jetzt ganz oben. Ein Rennausstatter in Los Angeles hat seine Türen für dich geöffnet. Rennwagen sind das Nonplusultra in Sachen Tempo und Präzision. Sie sind für die Rennstrecke gebaut und erfordern höchstes Können und Kaltblütigkeit. Rennwagen sind ziemlich empfindlich, aber unglaublich schnell. Ja, das weiß ich auch. Und dann beim nächsten Mal fliegen wir nach Los Angeles, würde ich sagen. Und dann gehen wir zu dem Renntuner, machen uns irgendein Auto als Rennauto. Und dann können wir Rennen fahren mit Rennautos. Okay, wenn wir Schiff wollen, brauchen wir Coburn, oder? Ich habe Zoes Daten ausgewertet. In Nevada geht irgendetwas Seltsames in Sachen Coburn vor. Da ist ein Muster. Irgendwas. Was? Weiß nicht. Noch nicht. Aber vielleicht eine Spur. Wenn ich etwas rausfinde, melde ich mich. Bleib du bei deinen Schmuggeltouren. Mach ich. Gerne doch. Aber es geht wirklich jetzt zu zweit weiter gegen den, keine Ahnung, Schiff oder wen wollen wir? Ja, Schiff müsste eigentlich sein. Und der Coburn, der ist jetzt auch irgendwie noch immer noch mit drin, aber der hat ja eigentlich nichts damit. Oh, es ist ein Wolf. Der hat ja auch eigentlich nichts damit zu tun, dass die Schwester tot ist. Und was macht denn ein Wolf? Ein Wüstenwolf oder was? Komm, ich tu dir nichts. Steig ein, du kriegst Futti. Tutti Frutti. Wo bist du? Komm bitte, steig ein. Ich will dir nichts machen. Bitte, ich brauche ein Haustier. Bitte steig ein. Okay, ich höre auf, das Tier zu quälen. Und ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss.